Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, und zwar Halloween. Zu Gast ist heute der Dave. Kannst du mal kurz in die Kamera winken? Heute wollen wir über ein offenes Feuer hier eine Kürbissuppe kochen. Ihr seid dabei, und Dave muss noch einen tollen Halloween-Kürbis schnitzen. Wird auch eine Aufgabe für dich sein heute. Und später wird es ein bisschen gruselig, und da gehen wir in ein altes Bauernhaus. Es wird echt spannend, also bleibt dran. Und los geht's. Ja, Dave, du kannst ja schon mal anfangen, hier den Kürbis zu schnitzen. Ihr habt ja schon so ein Motiv hier skizziert, sag ich mal, vorbereitet. Und dann kann er schon anfangen damit. Gut. Erstmal braucht man ein bisschen Suppen, Gemüse, heißt Zwiebeln, Lauch, Sellerie. Das wird alles geputzt jetzt und geschnitten. Und wir machen mal alles schön in die Schüssel hier rein, und dann fangen wir schon mit der Suppe an. Er wehrt sich noch. Ja, zu Halloween, da gehört auf jeden Fall so ein Kürbis dazu. Ja, das ist, ich habe vorhin auch schon so ein paar Kinder gesehen, die laufen ja alle mit ihren Laternen hier rum und suchen nach Süßigkeiten. Ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, dass die Kinder hier rumlaufen und an den Türen klingeln. Die natürlich nicht, weil der Bauernhof ja natürlich hier verlassen ist. Ja. Kräuter brauchen wir später. Karotten. Da musst du dem Bauernhof jetzt vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Also der Bauernhof hier, der steht leer. Ist ein Grundstück, was aufgekauft wurde, und mein Kumpel passt so ein bisschen hier auf diesen Bauernhof auf. Das heißt, guckt, dass hier niemand einbricht, erneut ein paar Sachen. Ein paar Sachen müssen ja auch gestützt werden, da der Bauernhof hier so ein bisschen baufällig ist. Und der letzte Besitzer, also die letzten Besitzer, sind leider schon verstorben. Und so steht ja komplett leer, der Bauernhof hier. Ist eine ganz spannende Sache. Wir werden später noch in das Haus gehen, in das alte Bauernhaus, und gucken uns das mal von innen an, was da alles so ist. Das ist wie vor 100 Jahren. Auf jeden Fall ist es eine ganz spannende Sache. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend. Schmisser. So, jetzt haben wir hier das ganze Suppengrün, Sellerie, Karotten, Zwiebeln und Lauch. Der Kessel hinter uns ist schon richtig heiß. Da kommt jetzt ein bisschen Öl rein, und dann können wir jetzt Gemüse schon mal rein. Wir machen noch ein paar Kartoffeln rein, die haben wir noch übrig. Hier muss verarbeitet werden, also machen wir die mit rein. Gut. Der Kürbis sieht doch schon mal richtig cool aus, Mensch. Jetzt kommt Öl rein, zack. Und das Gemüse. Kann man es sehen, ja. Reicht doch. Lieber von der Seite. So, die erste Kürbishälfte rein in den Kessel. Guck mal, wie toll der Kürbis aussieht, hat er echt toll hinbekommen, oder? Ja. So ein Mini-Kürbis noch im Maul, und sieht echt toll aus. Hast du echt Freestyle gemacht, oder? Richtig. Wahnsinn, ey, sieht echt toll aus. Abgucken kann jeder. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen warten, bis die Suppe weich ist und dass wir sie pürieren können. Es dauert eine Weile. Ey, wird nicht schlafen. Du bist schon fertig? Glaube noch nicht. Noch nicht? Aber wir wollten uns vorne noch ins Haus gehen. Ach so, das Haus. Ach, das Haus wollten wir euch ja zeigen. Ist jetzt richtig dunkel. Na, dann machen wir das mal. Gucken wir uns das Haus mal an. Ins Gruselhaus.
Ist hier wirklich keiner? Wo gehen wir jetzt zuerst hin? Nach oben oder was? Oh. Geh mal vor mit deiner Lampe da. Oh, es wackelt alles. Ey, guck mal, wie wackelt hier. Oh, Scheiße. Oh. Was ist das denn hier? Eine Truhe oder was? Guck mal hier. Nee, oder? Was ist das? Kann ich aufmachen? Komm, wir gucken mal weiter. Es ist kalt. Was ist hier? Oh. Guck mal, hier ist ein alter Schrank. Geh mal da hin. Und Licht. Wahnsinn. Hier ist alles wie vor 100 Jahren. Frag mal. Auf einmal fast mal langweilig. Was ist das denn hier? Ein Bücher oder was? Was ist da hinten eigentlich? So wie im Film so. Wahnsinn. Guck mal, hier ist ja alles noch so richtig alt hier, wa? Wahnsinn. Mal vor, du hast Licht. Was hier, ein Schlafzimmer oder was? Krempel überall, wa? Guck mal, hier ist ein richtig alter Spiegel. Und ein Keller. Warst du schon mal unten im Keller? Nee. Das ist ja echt gefährlich. Ja, genau. Was ist das denn? Vorratskeller. Aha, geh mal runter. Und hier wohnt kein Mensch, oder was? Guck mal hier, die ganzen Leser noch alles. Krass, sieht alles. Leucht mal hier, was ist denn hier drin? Sand oder was? Oder Gurken. Guck mal hier, was ist denn das hier? Ist das Pfirsich oder was? Was ist denn das? Was ist denn hier vorne noch? Guck mal, hier sind Frauenschuhe. Oh. Was ist denn das? Hast du was gehört? Ja. Was ist das? Ja. Wir waren noch allein hier drin, oder was? Nee. Wir sind hier verarschen, oder? Was ist denn da? Vielleicht ein Waschbär oder so. Oder? Ein Herzschlitz, zum Beispiel. Wir sind hier verarschen, oder? Ist doch jemand da. Raus! Wird nicht schlafen. Du bist schon fertig. So, und jetzt kommen die Kräuter rein zum Schluss, den frischen Koriander. Und jetzt wird alles durchgemixt.
Greift zu, Jungs. Oh, schöne Farbe, Junge. Ja. Und duften tut's ja. Hm? Duften tut's ja. Ja, hat schon eine Schärfe, aber es geht. Es geht. Ist jetzt nur Kürbis drin oder weiter andere drin? Ja, da ist doch viel Gemüse drin natürlich. Guck dir das Video an, der weiß es. Hast du nicht aufgefallen? Na doch, vorhin die Stücken drin, da sind rote. Mohrrübe auf alle Fälle, wa? Ja, Karotte, Lauch, Sellerie, Kürbis, Kartoffeln sind auch ein paar drin. Knoblauch. Mohrrübe. Pepperoni, ne? Ja. Koriander. Koriander auf jeden Fall, ja. Gut, meine Gartenfreunde, schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr erschreckt. Und lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da für mich und für meine Kumpel hier. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Macht's gut, euer Gemüsekoch Martin. Ciao. Das ist ehrlich, was am Feuer hier. Das ist echt ein bisschen ursprünglich, ne? Thank you.